Mit den Typen 190 und 190e schickt Mercedes-Benz ab 1982 die erste Generation kompakter Limousinen in Serie. Vom Start weg entwickelt sich der kleine Baby-Benz zum Verkaufsschlager. Die Baureihe 201 wird schnell fester Bestandteil des Verkaufsprogramms und zählt ganz nebenbei zu den erfolgreichsten Pkw-Baureihen überhaupt. Auf die Fahreigenschaften des W201 wirkt sich vor allem die neu entwickelte Hinterachskonstruktion positiv aus. Konsequente Gewichtseinsparung sowie eine aerodynamisch optimierte Karosserie tragen außerdem zum deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch bei. Als spektakulärste aller technischen Neuerungen gilt aber die sogenannte Raumlenker-Hinterachse. Beide Hinterräder werden hier von je 5 unabhängigen Lenkern geführt. Unerwünschte Lenkbewegungen werden auf diese Art weitgehend vermieden. Eine Ausnahme bildet die Feststellbremse. Als erster Mercedes-Benz Pkw seit 1968 wird die Kompaktklasse mit konventioneller Handbremse ausgerüstet. Die gängige Variante im Fußraum muss hier weichen. Angetrieben werden beide Modelle von einem 2-Liter Vierzylindermotor. Dabei mobilisiert die neu entwickelte Benzineinspritzung des 190e stattliche 122 PS. Vorbote einer neuen Generation leistungsstarker Dieselmotoren ist der Vierzylindermotor des zeitgleich eingeführten 190D mit 72 PS. Trotz kompakter Außenabmessungen wirkt das Interieur des 190ers geräumig und komfortabel, auch für lange Strecken. Dabei belegen die optische Gestaltung des Innenraums und die verwendeten Materialien eindeutig die Zugehörigkeit des Baby-Benz zur Mercedes-Produktfamilie. In puncto Sicherheit ist die Kompaktlimousine den Modellen der S-Klasse trotz geringerer Deformationswege durchaus ebenbürtig. Dafür sorgt unter anderem die sogenannte Gabelträgerstruktur des Vorderwagens. Außerdem erfüllt der W201 das Kriterium des sogenannten asymmetrischen Frontalaufpralls. Gehegt und gepflegt wird die 201er Baureihe übrigens wie kaum eine andere. Erste Maßnahmen kommen schon 1983 zum Einsatz. Drei neue Modelle ergänzen das Typenprogramm. Neues Topmodell der Baureihe ist der 185 PS starke 190e 2.316 mit dem charakteristischen Flügelspoiler auf dem Heckbüttel. Sportliche Erfolge kann der übrigens schon lange vor seiner offiziellen Premiere verbuchen. 22 Uhr der Start. Noch liegt das Ziel 9 Nächte und 8 Tage weit entfernt. Immer mit Höchstgeschwindigkeit rund um die Uhr und ohne Pannen geht es über 25.000 Kilometer, 25.000 Meilen und über 50.000 Kilometer. Das Ergebnis dieser strapaziösen Langstreckenfahrt: 3 neue Weltrekorde über Distanzen von 25.000 Kilometer, 25.000 Meilen und 50.000 Kilometer. Dazu 12 internationale Klassenrekorde. Außerdem der 13., 14. und 15. Weltrekord für Mercedes-Benz-Fahrzeuge seit 1976. Als nächste Sensation folgt nur 2 Jahre später der 190e 2.6 mit 2,6 Liter Motor, höchst üppig motorisiert. Der 190D 2.5 Turbo rundet 1987 die Modellpalette ab. Sein 5-Zylinder Turbodiesel bringt es auf immerhin 122 PS. Erneut gründlich überarbeitet wird die Baureihe dann 1988. Neben weiteren Modellvarianten stellt sich der 190e 2.5 16 vor. Der ist zugleich auch technische Basis für die bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft eingesetzten Rennsport-Tourenwagen der Gruppe A.
Als sogenanntes Homologationsfahrzeug für den Rennsport erscheint 1989 der Typ 190E 2.5 16 Evolution. Genau 502 in blau-schwarz-metallic lackierte Exemplare werden gefertigt und an ausgesuchte Kunden vertrieben. Die modellgepflegten Varianten von 1990 erkennt man an ihren seitlichen Flankenschutzleisten. Bug- und Heckschürzen sind außerdem weiter nach unten gezogen und mit voluminösen Stoßfängern versehen. Außerdem kommt ein weiteres High-End-Fahrzeug hinzu, der Typ 190E 2.5 16 Evolution 2. Wie sein kurz Evo 1 genannter Vorgänger wird auch der Evo 2 nur 502 Mal gebaut. Sein aggressives Auftreten mit großem Frontspoiler, Kotflügelverbreiterung und riesigem Heckspoiler lässt schon optisch auf die mit 235 PS reichliche Potenz schließen. Eine letzte Modellpflege 1991 stattet die Kompaktklasse dann serienmäßig mit ABS aus. In Wagenfarbe lackierte Außenspiegelgehäuse verraten diese aktuellsten Modellvarianten. 1993 stellt das Mercedes-Werk in Sindelfingen die Produktion dieses Fahrzeugs ein. Insgesamt laufen 1.879.629 Einheiten des beliebten 190ers vom Band.